Heyo, meine Lieben! Pfingstfrühstück. Ein Straußenei von der Feuerplatte. Mitgebracht hat uns das unser Heiko. Jo. Frisch geholt heute Morgen. Direkt von der Farm. Hat Gott sei Dank nur für uns aufgemacht. Da sind wir um 8 Uhr vorbeigefahren. War die Frau schon wach und hat uns das praktisch übergeben. Schönes Stück. Jetzt weiß ich auch, warum wir hier auf der Terrasse so laut rumgelästert haben, dass ich bloß ein Frühstückseig kriege. Hättest du zwei wollen? Ja. Muss ich nochmal? Nein, also, wir werden in diesem Video unser Pfingstfrühstück filmen, wie wir das auf der Feuerplatte zubereiten. Aber das darf der Heiko und der René machen. Der hockt da hinten und grinst so verschmitzt. Ja, das ist nämlich unser Feuerplattenexperte. Gut, Feuerplatte heizt vor, Feuer brennt und wenn die heiß genug ist, geht es dann ganz einfach weiter. Bis nachher gleich. Hey, hey, wie kannst du ohne Video hier anfangen? Das geht ja gar nicht. Also, ein Zehnerbohrer. Steinbohrer. Die Dinger sind ja hart wie Stein. Und wird das Ei erst einmal angebohrt. Du eierst ganz schön beim Bohren. Das ist der Vorteil zum Ei. Mei, jetzt warst du gewalttätig. Perfekt. Ja gut, das Ei ist geknackt. Wie geht's weiter? Strohhalm? Strohhalm. Ein Löffel dazu noch? Löffel. Löffel müssen wir das Ganze verquirlen innen drin und dann können wir es mit Strohhalm ausblasen. Okay. Brauchen dann wir. Machen wir das. Holen wir mich. Der René ist schon fleißig an der Feuerplatte, bereitet die vor. Hey Leute, soll ich was, euch was verraten? Schön, wenn ich mal wieder nichts tun brauche. Außer filmen. So, die Vorbereitungen sind gelaufen. Er hat seinen Strohhalm und seinen Quirl. Und dann hat er noch gesagt, eine Schüssel wäre gut. Und ja, das Ei müssen wir ja dann noch ein bisschen aufschlagen, verquirlen. Und was könnte jetzt besser geeignet sein als die Schüssel und der Quirl von Taki Pommes Kit? Also Taki, sorry, dass das Ding nicht mit deinem Pommes-Zeug eingeweiht wird, sondern mit Straußenei, aber hat doch auch was. Ja, das überlebt, oder? Geh mal rüber. Der kann nicht abwarten, Du bist ja schlimmer als. Du bist ja schlimmer als mein Schatz. Das sieht er gerade. So. Siehst du das, ob das verquirlt ist? Ja. Dann erklär uns doch mal jetzt, was du da vorhast. Wir verquirlen jetzt praktisch das Eigelb und das Eiweiß. Ja. Damit wir das später überhaupt ausblasen können. Weil wir das Eigelb ganz lassen, dann bringen wir das ja überhaupt nicht raus. Okay. Oh Gott, ich glaube, das dauert jetzt eine Stunde. So. Kann ich was Grobe? Der hat Ei daneben gesabbert. Das hat sich jetzt aber unappetitlich angehört. Das war der Eisprung. Ja, und schon haben wir das Straußenei aus der Schale befreit, sozusagen. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Ja, Vorteil definitiv, man spart sich mindestens 15 bis 20 Eier aufschlagen.
So, unser René tut die Feuerplatte schön einölen und tut schon mal den Bacon auflegen. Wir haben noch ein Packel von dem schönen dicken Grillbacon übrig gehabt und dann halt der normale Bacon. Da bist du wieder in deinem Element, gell? Das geht, das macht Spaß. Ja, schön. Ja, das wollte ich dir schon lange mal sagen. Sobald du was auflegst, schmeißt kein Zimmer mehr rein. Das passiert. Tja, auch ein, wo ist er denn? Da ist er, ein Meister der Feuerplatte, sage ich. Es ist mittlerweile ein Meister der Feuerplatte. Macht keine Fehler. Das passiert ganz einfach. Solange wie sich heiß hält. Jo, so Würstchen versenken und so. Auch schon passiert. Eieiei, da geht man ganz kurz mal rein, kommt wieder raus und der Bacon ist schon fertig. Leute, das duftet nach Bacon. Und hast du da noch Öl drauf oder ist das alles Bacon-Saft? Das ist nur vom Bacon. Boah. So schnell wie möglich das Ei drauf. Ja, du weißt ja, Bacon-Saft gibt Manneskraft. Richtig. Lecker, lecker, lecker. So, der Versuch wird gestartet. Hoffen wir, dass das Ei gleich halbwegs stockt und uns nicht in die Platte reinläuft. Oder in die Mitte halt. Ja, aber der René macht es schon hervorragend. Leute, wie ich es im letzten Video schon gesagt habe, der Mann ist ein Abo wert, allein schon wegen seinen Feuerplattenkünsten. Also, R&K Barbecue. Du wolltest das Salz nehmen? Ich wollte das Salz nehmen, ja, aber... Er macht uns hier jetzt so schön die Rührei in die Schale rein. Aber ich denke mal, wir werden das auf dem Teller salzen und pfeffern. Das wird das Beste. Also ich nehme jetzt an, du wirst das restliche Ei jetzt genauso auf der Platte verteilen. Und dann sehen wir uns in 10 Minuten. Genau. Das ist wichtig. Jo, jetzt arbeiten sie schon zu zweit, weil es so viel Ei ist. Ei ist. Ja, lass mal fertig werden, bevor das andere kalt wird. Eieiei. Eieiei? Eieiei. Eieiei. Okay. So, wir wären soweit, dass wir essen können. Und ich nehme jetzt einfach den Steak Seasoning vom Philipp daher. Zutaten, Meersalz, Knoblauch, Pfeffer. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Okay, und dann gehen wir mal Straußenei probieren. Tja, Leute, das Runde ist eckig geworden. Kaffee, Semmeln oder auch Brötchen oder auch Schrippen und Bacon. Guten Appetit. Dankeschön. Ja. So, die anderen möchte ich jetzt nicht extra vom Tisch wieder aufjagen, die hocken schön gemütlich beim Essen. Aber so sieht es jetzt aus. Also ganz einfach Rührei, aber eben Straußenrührei. Ohne irgendwelche Extras direkt auf einer Feuerplatte. Ja, den Steak Seasoning drauf. Oh, das sind immer Worte. Hm.
Mhm. Also Straußenei schmeckt definitiv etwas anders als Hühnerei. Auch von der Konsistenz. Aber man kann es lecker essen. Kann man nichts sagen. Gut. Mhm. Ein bisschen Bacon dazu. Ich gehe jetzt fertig frühstücken. Und ja gut, 11 mittlerweile. Danach machen wir nochmal ein gemeinsames Fazit. Bis nachher. Leute, das Fazit dauert jetzt doch noch ein bisschen.